So, jetzt geht's hier weiter. Nein, ich will das nicht haben. Ich brauche eh keinen. Wozu? Warte mal, habe ich jetzt meine Pokémon auch geheilt? In grün? Du hast geheilt, ja. Ja, gut. Vor allem mein Pikachu, das ist ja wichtig. Vor allem grün ist die einzige Edition, wo du sagen kannst, meine Pokémon. Ja. Na gut, du hast noch ein Ei in den anderen Editionen. Stimmt. Was zum? Sieh dir das an! Ach ja, das ist ein normaler Fehler bei Emulatoren, bei Kartengold. Nach dem Kampf glitscht die Sprites manchmal ein bisschen. Hä? Druck eine Brille? Du musst ein. Genau, das Ei musst du noch abholen. Ich vergaß. Dieser blöde. Aber es ist gerade ein guter Moment, mit einem Spiel allein zu rennen. Ja. Da macht er gerade nicht wirklich was. Stimmt, wo ist denn jetzt der Supermarkt? Hinten? Da. Jetzt habe ich ein Problem. Geh einfach mal raus wieder rein. Kann ich nicht! Wie denn? Wo bin ich? Ja, einfach immer nach unten gehen, bis du den Ausgang findest. Ich. Ich komm nicht raus! Das kann auch so schwer nicht zu finden sein. Ich bin bestimmt. Wo bin ich nur? Ich höre ja auch immer Bim, Bim, Bim. Ich versuche hier jetzt mal ein bisschen. Auf gut die Glück, dass. Die VM Blitz hast du ja jetzt schon. Es ist jetzt echt schlecht gerade. Ich kann ja mal was versuchen, und zwar. Ja. So, bitte. Okay, das hilft ja nicht, aber wenn ich das nochmal. Ich würde resetten und laden, genau. Ja, genau. So, welcher Ordner war's? Der war's und. Wo ist meine. Nee, der war's nicht. Oder ich probier's mit einer anderen Dismume-Version. So, Hard Gold. Und Load State. Toll. Super. Das kann doch nicht schwer sein, den Ausgang zu finden. Der ist doch. Ich weiß nicht. Ich meine, du kannst dich auf jeden Fall noch bewegen, weil dann hörst du ja, dass es geht. Ja. Man könnte ja jetzt mal so ein. Sehen, ob man ein Bild davon findet. Also, ich kann nach oben gehen, aber ich kann dann. Wenn ich nach unten gehe. Moment. Jetzt bin ich weit oben. Hörst du das? Ja, ich bin kurz davor, das Innere vom Markt zu finden. Moment. Das ist so schlimm. Gefunden. Ja, aber ich habe irgendwie ein Problem. So, das Einzige, was wir noch können probieren, ist. Ja, Grafik. Umstellung. Aber das klappt nicht dort. Ach, ist es denn ein Black Screen? Ich habe keine Ahnung. Schlimm sowas. Das ist echt schlimm. Warum muss gerade dieses Spiel so viele Probleme bereiten? Was machen wir jetzt? Ganz rauslassen wir doch. Geh doch mal in den Supermarkt wieder raus. Einfach hoch und runter, okay. Ha.
Irgendwie nix. So, ich stelle auch nochmal die 3D-Settings um. Was, wenn ich einen Speicherstand erstelle? Ob's das. Genau, mach einen Speicherstand, Und dann schließ und lad lade noch und ich lade noch. den. Genau, wenn das klappen sollte, das wäre natürlich super, weil wenn ich das Spiel neu lade, dürften ja keine Glitches drin sein, ne? In der Regel. Es sei denn, die werden jetzt aus irgendeinem Grund mitgespeichert, aber das ergibt auch Nee, keinen das Sinn. macht keinen Sinn. Also, jetzt speichert er eine Menge Daten und er hat gespeichert. So. Genau, das Speichern in Hardcore dauert immer ewig. Immer. Zack. So, jetzt müssen wir natürlich das Spiel auch wieder laden. Und zwar während die anderen weiterlaufen. Genau. Ah! Okay, wer muss gerade am meisten machen von den anderen dreien? Weiter, so. Tada! Ach. Warum nicht gleich? Denk da, du musst noch in den Markt das abholen. Ich muss das jetzt abholen auch noch. Aha. Du musst mit dem Typen reden, du musst sie extra hingeschickt. Ja. Wo ist Das denn der jetzt? soll alles nostalgisch für die erste Generation sein, so wegen dem Markt, weiß schon. Ja. Paket und so. Ja, genau, stimmt. Bin entkommen, gut. So. Der hat sich gerade ausgeschimpft, weil du Nein gesagt hast. Entschuldigung! Was soll das ein Witz sein? Weißt du eigentlich, wer der Professor ist? So, jetzt haben wir das. Ein Pipi? Level 14, Alter. Ach, das ist ein Trainer. Ich dachte, das wäre ein Nein, nein. Zufallskampf. Nein, nein, das ist echt, das ist ein. Ich weiß nicht, ob die Chance 1 oder 5% ist, dass man eins findet. Ich glaube, 1% in der ersten Generation zumindest. Ja, genau, und das hat doch einer geschafft, ausgerechnet der, der es am Ende Ja, verkackt hat. das, genau das. Das war ja das Traurige dann am Ende. Das war dann Karma. Ja, stimmt. Das Mega-Glück wurde durch Mega-Pech ausgeglichen. Oh Gott, wo geht's denn hier nochmal weiter? Hier, ne? Oh, noch so ein Encounter, der einfach mal so, wo dich einfach einer anquatscht. Naja, du musst. Super. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von den Kimono. Die Kimono Girls, waren Leuten. das nicht die mit den, Ja, die Evoli-Typen. Ja. Nicht-Typen oder nochmal du willst. Nicht Typen. Ja, vielleicht sind sie ja Typen und wir wissen's nicht. Du triffst hier einen davon, du triffst einen im Wald und den Rest weiß ich gar nicht, wo die Aha. anderen triffst. Kann ich auch gerade nicht Aber ich wirklich. glaube, du triffst alle, bevor du wirklich gegen die kämpfst. Bevor ich in Teak City bin, okay. Nein, du kommst in Teak City an, aber du kämpfst später gegen die. Ich weiß nicht genau, wann du nochmal So. gegen die kämpfst. Irgendwie, ich glaube, vor oder nach dem Radioturm. Bing. Irgendwie in dem Zeitbereich. Warum die Eile? Pokémon dabei, bla bla bla. Okay, ich bin gerade entkommen vor einem Zubat und da ist das nächste. Wundersaat habe ich bekommen, yay! Weil ich ja auch so viele. Weißt du, Game Freak wusste, dass Endivion einfach scheiße ist und deswegen haben die ihm hier so einen Buff für Endivion, damit du einen kleinen Boost bekommst. Ja. Na gut, du bekommst auch in der nächsten Stadt Holzkohle, aber was soll's. Stimmt. So, endlich mal wieder was, wo ich ein bisschen. Ah, oh, so ein Rocket-Fuzzi. Du bist ja Bei schon fast durch Rot. in. Du bist ja schon fast durch in Rot. Durch den Mondberg. Noch ein Ja. Trainer hier nach. Und Vulpix mache ich mit Aquaknarre platt und hab gerade einen Trainer vor mir. So. Das kann auf jeden Fall noch sehr lange dauern, bis wir hier irgendwie ganz Also, durch sind. ich habe nur die Übersicht verloren, wo sich gerade grün im Mond befindet. Ist gerade, kann ich dir sogar noch sagen. Also, komischerweise, ich behalte gerade mehr die Übersicht als du.
Obwohl ich du spielen weißt muss. Doch, du weißt doch, wo du langläufst. Ja, okay, stimmt. Ich muss das ja mal nachvollziehen. Ja, stimmt. So, okay, ja. Jetzt sehen wir einfach mal, dass wir den schnell fertig machen in Silber. Oh, ein Knofenser. Knofenser. Oh, Mann. So, hier haben wir wieder ein Felino. Also, im Mondberg bin ich gerade so bei der einen Trainerin. Ja. Die da so ist. Oh, ich mach grad Kratzer auf Kleinstein. Ich bin da bist du natürlich. Jetzt weißt du es, ne? Also so, noch am Anfang. Ja. Okay. So, und jetzt durch hier! Renn! Zum nächsten Krampf. Kampf! Zum nächsten Krampf! Das ist es aber auch wirklich. Nein, hast du schon überlegt, welches der beiden Ziele du mitnehmen musst? Was? Das Helix-Fossil, das habe ich von Twitch Plays Pokémon gelernt. Ja, aber wie heißt das denn in Deutsch? Na gut, es ist einfach nicht das Turmfossil, oder wie auch immer das nochmal heißt. Das Helix-Fossil heißt Helix-Fossil. Wirklich? Ja. Ich weiß nur, dass das andere das Turmfossil ist. Domfossil. Auf dem Deutsch auch? Da bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Doch, das heißt Domfossil. D-O-M. Das kann ich dir so bestätigen, wie ich dir, ja, wie ich das jedem anderen bestätigen kann. Ich sehe, okay. Ach du Schande, Kanimani sieht nicht mehr gut aus. Naja, du kannst dich ja freuen, ich meine, es ist jetzt ja kein Kanimani. Ha 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 ha. Das sag mal nicht zu früh! Ich glaube, das erste Pokémon, was du nicht abgebrochen hast, war der Samen. Wo bin ich denn hier jetzt? Bin ich daraus lernen jetzt? Wir, Feuer-Pokémon brauchen immer zwei Anlagen für die Entwicklung. Genau. So, ich habe den jetzt besiegt und kann mir das Helix-Fossil aussuchen oder das Dom-Fossil. Oh. Und da ich ja sowieso keins davon jemals einlösen werde. Ja, komm, ist doch fast auf dem Weg. Ja, auf welchem Weg bitte? Ey, cool, ich kann hier gerade so ziemlich gleich laufen. Bei... Ah, jetzt nicht mehr. So, hier erstmal ab ins Pokémon Center. So. Ich weiß nicht, wie leicht die Kef Arena werden wird, aber eigentlich sollte das auch kein großes Problem sein. Nö. Eigentlich nicht. Zack, 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 zack! Ich renne hier gerade durch. Wie ein Verrückter, ey. Wahnsinn. So. Auf Zubat machen wir sicherlich keinen Rankenhieb. So, jetzt werde ich nochmal Pokémon heilen. Und... Das Problem an dieser Samen ist einfach, dass Pflanzenattacken so oft selbst einfach komisch sind. Einfach weil sie gegen Flug nicht gut sind, weil sie gegen Gift nicht gut sind. Das ist so das Hauptproblem, dass so allgemeine Typen Pflanzen schon Probleme bereiten, wogegen Feuer und Wasser keine Probleme hat. Ja. So, muss ich erstmal mit Kurt reden hier? Ja, genau. Kurt reden, dann in den Flecken. So, jetzt werde ich auch mal zusehen, dass ich mal im Mondberg weiterkomme hier mit Freund Mädel. Ist nicht Gold gerade so leicht zurück? Ja.